Willkommen, liebe Leute, bei einem weiteren Dinge da draußen. Und es wird bei diesem Dinge da draußen um die Kornelkirsche gehen. Und geschulte Augen werden jetzt sagen, ja, geht zum Augenarzt, weil das da ist eine Fasizie, beziehungsweise wird es auch oft im Gebrauchsnamen Osterstrauch genannt. Ja, ihr habt natürlich recht, das ist eine Fasizie. Und da drüben ist eine Kornelkirsche und wir gehen überhaupt raus in die Natur, weil da bin ich am liebsten. Aber es gehört vielleicht ein bisschen dazu, oder ist vielleicht auch interessant. Die Fasizie und die Kornelkirsche werden beide ganz gern in unseren Gärten gesetzt, aus mehreren Gründen, zum Beispiel die Schnittverträglichkeit. Die Fasizie, man sieht, die ist da so ziemlich niedergemetzelt, das tut ihr nichts, und die Kornelkirsche kann genauso niedergemetzelt werden, das hält es auch aus, also die sind extrem gut schnittverträglich. Das zweite ist, beide sind jetzt im Vorfrühling schon gelb blühend und das sogar lange Zeit, also die Blüten sind sehr langlebig. Das kann bei der Kornelkirsche, das hat bei der besonders mit der Temperatur zu tun. Je kühler das ist, desto länger kann die Blütenpracht anhalten. Keine Angst, wir schauen sich das eh noch genauer an. Da kann die Blüte 2-3 Wochen gehen. Also das ist ein gewollter Effekt von Gartenbesitzern, dass lang was schön zum Anschauen ist. Dann gibt es aber einen großen Unterschied, wo der Gas zum Stinger anfängt, könnte man sagen. Die Forsythie, besonders jene, die was hauptsächlich bei uns in den Garten gesetzt wird, die kehrt nicht zu uns und ist eine Züchtung, die was großteils, es gibt Sorten, wo dieser Nachteil behoben ist. Da muss man aber schon beim Einkauf drauf schauen und drauf pochen, dass man dann die richtige Sorte kriegt. Die Forsythie, die Standard-Forsythie, nennen wir es einmal so, produziert weder Nektar noch Pollen. Das heißt, sie ist für Insekten völlig wertlos. Und das ist bei der Kornelkirsche ganz anders. Das sollte jetzt keine Hassrede gegen Fasizie sein. Wenn wer einen Garten hat und ihr mich gern Fasizie setzen, dann sollte das gern machen, weil meistens setzt man eh andere Pflanzen auch noch. Wenn einem das aber recht wichtig ist, dann sollte man möglicherweise, kann man überlegen, aha, hör einmal, wenn ich es gelb blühend haben möchte und schnittverträglich haben möchte, dann könnte ich ja, bevor ich jetzt Fasizien einkaufen gehe, auch Kornelkirsche einkaufen gehen. Und da hätte man dann natürlich mehrere Vorteile, aber die Vorteile erzähle ich euch, wenn wir dann tatsächlich bei einer Kornelkirsche stehen. Also, ich beam uns hin, ihr dürft sitzen bleiben. So schaut's, da am Rande, da sieht man sich jetzt schon gelb Fiebererleichten. Und bevor wir sie jetzt das Ganze wieder eher botanische Natur anschauen und erzählen ein bisschen drüber, vielleicht eben jetzt nochmal zu diesen Vorteilen, wenn das Ganze in den Garten verpflanzt wird. Erster Vorteil, sie wächst als Strauch oder als kleiner Baum, und besonders wenn man sich für den Gartenbereich interessiert, kann man da sehr wohl wählen, weil es eine Menge Züchtungen gibt. Also es gibt einen Haufen Sorten von der Kornelkirsche. Da kann man sich dann aussuchen, soll es ein Bäumchen sein, kann man sich aussuchen, soll es ein Strauch wachsen, kann man sich aussuchen, wie groß sollen denn die Früchte sein, da gibt es birnenförmige Früchte und ganz runde Früchte. Hey, schaut, dort ist ein Eichhörnchen. Sieht man das? Da ist jetzt weggekupft. Da gibt es verschiedene Blattfarben und sogar die Fruchtfarbe gibt es in Variation. Also da kann man sie praktisch richtig ausspinnen, und der Vorteil liegt dann für mehrere auf der Hand. Erstens, naturmäßig betrachtet, wenn ihr eine Kornelkirsche statt einer Fasizie stehen habt, dann gibt es praktisch jetzt im Frühling für Bienen Nektar und Pollen und auch für Fliegen und für Käfer, aber dazu nochmal nachher mehr. Es gibt nachher ein Blattwerk, wo Verstecke möglich sind, also gerade wenn man es aus Hecke gesetzt hat, dann ist das, ich zeige euch das, wenn wir heimfahren, dann zeige ich euch bei mir, da haben so eine Niedergemetzelte im Garten, dann sieht man, was ich meine mit Versteckmöglichkeit. Und dann letztendlich, wenn der Herbst kommt, hat man für sich selbst, wenn man das möchte, leckere Früchte. Und natürlich, und das ist jedes Jahr toll zum Beobachten,
dass die Vogelwelt Vollgas auf die Früchte abfährt, weil so schnell können, oder ich zumindest, kann ich nie sein, ich erwische da eigentlich in der Regel nichts, weil wenn die reif werden, dann fällt da der Vogelwelt drüber und es ist alles weg. Aber über reife Früchte reden wir dann, wenn es Früchte gibt. Ja, also ein Haufen Nutzen, wenn man sich dafür entscheiden kann oder möchte, Kornelkirsche als gelbblühendes in seinen Garten zu setzen. Gut, jetzt sind wir aber heraus. Bei uns, bei mir jetzt, besonders im oberösterreichischen Gebiet, gibt es die Kornelkirsche recht oft. In Deutschland kann ich das nur schwer beurteilen. Da lese ich, dass es draußen gar nicht so übermäßig inflationär viel davon gibt, aber sie wird häufig gesetzt. Also ich habe die Hoffnung, dass ihr sowas finden könnt, sei es jetzt in Parks, in Gärten, aber auch in der Natur. Was wir da sehen, ist der strauchförmige Wuchs und sie ist sehr kurz, langsam wüchsig. Also, dass die Kornelkirsche groß wird und sie wird ja eher, wenn strauchförmig, 4 Meter, 5 Meter, aus Baum bis zu 8 Meter und natürlich kann es wahrscheinlich auch Extreme geben, aber dass diese Größe reicht, braucht es lang und sie wird in der Regel nicht recht alt, also so 100 Jahre, wobei es natürlich auch wieder Berichte gibt, dass es auch da Extreme gibt, die was mehrere 100 Jahre überlebt haben, aber das kann man mal wissen, kurzwüchsig oder langsamwüchsig und sie ist relativ empfindlich auf Konkurrenz, also sie braucht praktisch, so wie sie es da hat, einen lichten Raum. Ich finde es zwar schon auch immer wieder mal in Wälder drinnen, aber eben dort, wo durch irgendwelche Ereignisse, sei es durch menschliches Einwirken oder durch Windbruch, offene Flächen entstanden sind. Wenn diese offenen Flächen wieder zuwachsen, dann hat die Kornelkirsche nicht mehr so gemütlich und möglicherweise besteht dann dort nicht recht lang. Was man da, wie ich finde, schön sieht, ist, sie hat eben diesen Durst nach dem lichten Bereich, was dazu führt, dass der Wuchs jetzt praktisch überhängend in den freien Bereich ist. Also ihr seht, da ist alles gelb und nach drinnen, wenn wir schauen, streckt sie sich so gut wie überhaupt nicht. Also sieht man das da ein bisschen? Also da drinnen, in diese Richtung nach innen wächst es nicht rein, aber ihr ganze, also man kann sagen Kopflastigkeit Richtung Helligkeit, das ist eben total typisch für ihren Wuchs, wenn es so an den Rand stehen muss, wenn es jetzt natürlich, und vielleicht, ich zeige euch dann dort ein tolles Exemplar, wenn es natürlich frei steht, darf, oder ihr habt es, kommen wir wieder in den Garten zurück, ihr setzt es in den Garten rein, das Bäumchen, dann hat es natürlich rundherum Licht und dann wächst es auch rundherum geneigt in jede Richtung schön. Also, aber da, ich hoffe, man weiß, was ich meine. Das ist vielleicht einmal das Tolle. Und wisst ihr, was wir machen? Weil wir eh so gern beamen miteinander. Ich beam uns jetzt zu einem tollen Exemplar. Das ist für mich das Größte, was ich kenne. Und das kann man dann auch baumförmig nennen. Und dort reden wir über alles andere. Also ihr dürft sitzen bleiben. Ist schon praktisch für euch, oder? Ich beam euch durch die Welt und ihr habt keine dreckigen Schuhe. Und ja. Aber ja, sitzen bleiben, wir sehen sie wieder. So, fertig mit Beamen und schaut, ist das nicht ein tolles Exemplar? Also das ist auch eine große Kornelkirsche, aber auch da sieht man, seht's, also diese Kopflastigkeit Richtung Licht, rein ins Dunkle, das mag es gar nicht so. Aber das ist ein tolles Ding. Voll toll, schauen wir sich das einmal an. Da ist, das ist ja fast unten ein Stamm und splittet sich dann schnell auf in diese Mehrstämmigkeit. Es ist eben
Großstrauch, würde ich da jetzt einmal dazu sagen. Also das ist jetzt auch nicht ein typischer Baum, aber wenn Sie ein Auge zudrücken wollen, kann man sich das vorstellen. Das Holz, vielleicht toll zu wissen, ist eines der härtesten, wenn nicht das härteste, was bei uns natürlicherweise heimisch wächst. Und es ist nicht nur hart, durch diese Härte braucht es natürlich eine Dichte. Und diese Dichte macht das Holz so schwer, wenn es das ins Wasser haut, das schwimmt nicht. Also ist ein Holz, was untergeht, was ja für Holz eher ungewöhnlich ist. Und diese Härte und Dichte ist natürlich auch, es ist jetzt kein Wirtschaftsholz, also ihr werdet keine Kornelkirschenwälder finden, wo dann ein Harvester durchfährt und das erntet. Dennoch ist es in der Geschichte und wird natürlich auch sicher heute noch im wie soll man sagen, künstlerischen oder liebhaberischen Bereich genutzt, zum Beispiel für Werkzeugbau, Hammerstiele, Holznägel, Zahnräder für irgendwelche dampfbetriebenen Werkeln, also alles, wo irgendwie ein langlebig, stabiles, hartes Holz gebracht worden ist, ist das hergenommen worden. Beziehungsweise hat es auch, und ich weiß nicht, ob es es noch gibt, wahrscheinlich eben auch aus Liebhaberei, Spazierstockproduktion aus Kornelkirschenholz, weil eben das wieder so hart und langlebig. Ah, das ist geschichtlich belegt. Wir haben letztens über Wurzelsysteme gesprochen und auch da ist ein Herzwurzler, also geht tief rein und verbreitet sich trotzdem nach außen und somit ganz gern, also Herzwurzelsystem habt ihr hoffentlich nur im Kopf, ich verlinke euch sonst das da. Und mit diesem Herzwurzelsystem, also es gibt immer wieder Adventivwurzeln, die was austreiben. Also es ist, wie soll man sagen, sehr verzweigte, feingliedrige Verwurzelung, was dazu benutzt wird, bei Hangbefestigungen wird es gern gesetzt, dass praktisch die Erden zusammengehalten wird, dass der Hang stabil ist. Ja, da gibt es aber auch andere Sachen auch, also auch Schlehdorn und solche Sachen wird gern gesetzt, das sei da nur am Rande erwähnt. Toll auch zu wissen, hat die Fähigkeit, Adventivwurzeln zu bilden. Adventivwurzeln sind Wurzeln, die was an Stellen erscheinen, wo man es nicht erwarten würde. Heißt, man kann das nutzen praktisch, da wären wir jetzt wieder im Gartenbautechnischen oder vielleicht auch wirklich in der Hangbefestigung. Man kann Steckhölzer benutzen für die Vermehrung. Das heißt, man kann praktisch einen Zweig abschneiden, den in die Erde stecken und sie hat eben die Möglichkeit, aus diesen Bereichen Wurzeln zu bilden, beziehungsweise das würde jetzt auch in der Natur funktionieren und passiert auch, man sieht es da vielleicht auch ein bisschen, sie hat es zwar da noch nicht ganz geschafft, aber die Möglichkeit ist da schon angedeutet, wenn diese Zweige irgendwann Richtung Erde gewachsen und abgesunken sind und da zum Aufliegen kommen, kann es einfach tatsächlich sein, dass sie der bewurzelt und durch diese Bewurzelung ein neues Baumsystem ausbildet. Das heißt, irgendwann kann es tatsächlich sein, dass da ein Klon entsteht durch Senker, durch Absenkung und Bewurzelung. Also das finde ich voll interessant. Die Brombeere zum Beispiel kann das auch. Also bei der Brombeere kann das auch sein, dass diese langen Ranken am Boden ankommen, sie dort bewurzeln und dann macht es auf einmal wieder eine neue Route, ne, ja, Ranke. Ich versuche immer bei Himbeere, sage ich gern Route, bei den Brombeeren sage ich Ranke, aber das erkläre ich euch, wenn wir dann bei denen wieder mal unterwegs sind. Aber ja, das kann auch. Also es kann sich praktisch durch Adventivwurzeln frisch bewurzeln vom Zweig oder aus Steckholz. Tolles Exemplar da. Besonders da kann man jetzt sehen, diese Blütenpracht besteht aus einem Haufen Einzeldolden, also das sind so kleine Döldchen, ich brauche uns da mal eins, seht, das ist wie ein kleiner Blumenstrauß und da sind mehrere Einzelblüten drinnen. Das sind bis 10, 11, 12, also irgendwo in dieser Anzahl ist das immer so ungefähr drinnen
Und jeder dieser einzelnen Blüten ist eine zwittrige Blüte, vierzipfelige, also es gibt vier Kronzipfel, Staubblätter und dann in der Mitte steht der Damenteil. Und es wird eben Nektar wie Pollen produziert und das Ganze ist extrem leicht zugänglich. Also ihr seht, das ist nicht irgendwie ein komplizierter Blütenaufbau, haben wir schon oft gehabt. Was bedeutet das? Dass es natürlich für vielerlei Bestäuber interessant ist, da vorbeizukommen. Weil es ist viel zum Holen und es ist leicht zum Dazukommen. Es ist ja wirklich toll, schaut euch das an, wie viele Blüten das da draufstehen. Ja, man konnte ja, aber ich habe überlegt, wie mache ich das jetzt? Ich konnte euch jetzt über die Früchte erzählen und da kommt man dann möglicherweise auch ein bisschen über volksmedizinische Anwendungen sprechen. Ich glaube, das lassen wir einfach. Wir haben ja eh das ganze Jahr irgendwie vor uns und wir schauen uns die Früchte dann an, wenn Früchte da sind. Ich beame uns jetzt noch zu mir, schauen wir sich dieses niedergemetzelte Exemplar an und falls mir da noch was einfällt bis dahin, erzähle ich euch das dann dort. Vielleicht gleich da. Schaut einmal. Ja, perfekt. Haben wir nämlich die Verwandtschaften im Beistehen. Die Kornelkirsche gehört zu den Hartriegelgewächse. Und da, das ist zum Beispiel der rote Hartriegel und die sind miteinander verwandt. Also roter Hartriegel, Kornelkirsche, darf ich vorstellen, gehört zu den Hartriegelgewächse. Und das haben wir auch verschiedene optische Gleichheiten. Zum Beispiel die Blattknospen. Schaut einmal. Das da ist ein junger Zweig und diese unscheinbaren, ich meine jetzt werden schon größer, Knöspchen sind die Blattknospen. Und der Zweig ist in dem Fall grün, kann aber, und da sieht man, sieht da auf der Unterseite ist er schön grün, auf der Oberseite ist er da ein bisschen bräunlich-rötlich geworden. Die Kornelkirsche kann dasselbe, was der rote Hartriegel kann, nämlich aus Sonnenschutz kann es diese Rötung erzeugen, aber nicht in dem Ausmaß. Schaut, da haben wir jetzt praktisch da den roten Hartriegel. Da sehen wir doch eine gewisse Verwandtschaft vom Knospenbild und dieser Zweig ist super rot, hat er sich aus Sonnenschutz gefärbt. Wenn wir aber da schauen, der ist mehr im Schatten gewesen. Die Unterseite war da sogar dieses, fast dieses selbe Grün, wie wir bei der Kornelkirsche gehabt haben. Oberseite, wo die Sonne drauf geknallt hat, ist rot. Also da sieht man tatsächlich auch die Verwandtschaft, kann man da nicht nur ahnen, sondern wirklich herzeigen. So, okay, aber jetzt, ich beam uns jetzt zum Gemetzel und ihr dürft sitzen bleiben. So schaut's da, voll das Gemetzel und das jedes Jahr wieder und seit ich da lebe, gibt es diese Sträucher da. Also das hält es wirklich gut aus, die Kornelkirsche, diesen extremen Schnitt. Und ihr seht, wie stark verzweigt dass das da ist. Da habe ich euch ja am Anfang gesagt, sie bietet eben auch in den Garten gesetzt, eben genau als Hecke, so wie das da angedacht ist, super einen Schutzraum für Tiere. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn das dann beblättert ist und ihr seid ein Vogel, dann kann man da drinnen, erstens gibt es einen Haufen Händelortern, also Sitzgelegenheiten für das Vogel und der Laubschutz ist rundherum. Und wenn man dann nur ein Vogel ist, was gern diese Früchte frisst, dann kann man praktisch da drinnen geschützt sitzen und die Früchte einfach runtermampfen. Ja, eigentlich ein Traum. Ja, super Sache. Ich hoffe, es war was dabei. Ich denke mir oft und vielleicht mittlerweile komme ich eh drauf, dass ich möglicherweise ein bisschen stark selbstkritisch bin, dass ich in meinen Videos viel rede und wenig sage. Ich hoffe, das ist nicht so. Manchmal höre ich sogar das Gegenteil, dass ein bisschen viel Information ist. Aber ja, das wird schon irgendwie passen. Ich hoffe, es war was dabei. Wir sehen Sie beim nächsten Mal und möglicherweise wird es einmal im Bärlauch gehen. Jetzt wird es oft schon ein bisschen schwierig, was man dran nimmt, weil wirklich viel erscheint und ich möchte euch ja immer, wenn es auftaucht, die Sachen zeigen, dass ihr dann wisst, wenn ihr es findet, um was da geht. Aber ja, das wird sich wahrscheinlich nicht bei allen Pflanzen irgendwie schaffen lassen. Gut. Passt. Ihr dürft jetzt aufstehen, braucht es nicht mehr sitzen bleiben. Wir sehen Sie beim nächsten Mal.